ESTV, Videos aus der Region. Der Leo ist seit dem 30.09. bei uns im Tierheim, kam zusammen mit Matteo von einer befreundeten Tierschützerin. Matteo und Leo verstehen sich soweit ganz gut. Nur beim Füttern müssen wir sie trennen, da Leo sehr futterneidisch ist bei anderen Hunden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er ursprünglich aus Rumänien kommt, soweit wir wissen, und dort um sein Futter kämpfen musste. Deshalb auch die vielen Narben in seinem Gesicht und auch in anderen Körperstellen. Leo ist ein kastrierter Rüde, circa 9 Jahre alt und ein Schäferhund-Mischling, wir wissen es nicht genau, ungefähr mittelgroß. Und super entspannt mit anderen Hunden. Und bei Hundebegegnungen pöbelt er nicht, er zieht auch nicht an der Leine, versteht sich gut mit Katzen, also Katze im Haushalt wäre auch kein Problem. Er kann auch gut mit Kindern, also Menschen jeden Alters sind kein Thema. Autofahren ist auch kein Problem. Also eigentlich ein ganz unkomplizierter Hund, der halt wahrscheinlich wegen seiner Optik, weil er ein schwarzer Hund ist mit vielen Narben und abgeschnittenem Schwanz, es ein bisschen schwerer hat als andere Hunde, ein neues Zuhause zu finden. Wir wünschen uns für Leo ein Zuhause, eventuell mit einem anderen ruhigen Hund, da er aufdringliche Hunde eher unangenehm findet. Aber ansonsten haben wir eigentlich keine großen Ansprüche. Er mag alles und jeden.